Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zum ersten Mal mit einer anderen Haarfarbe, nämlich in Lila und nicht mehr in Rot. Woohoo! I don't care about rock and roll, I just want that bass, you know. Kennt ihr das? Ihr geht von einem ganz normalen Schultag ganz normal nach Hause, seid erschöpft und legt euch ins Bett. Dann schläft ihr ein und fängt an zu träumen. Dann wacht ihr wieder auf und denkt euch nur, wieso habe ich das geträumt? Ich denke mir dann einfach nur so, das, was ich im Traum erlebt habe, hat nicht mal ansatzweise was damit zu tun, was wirklich im Alltag passiert ist. Deswegen frage ich mich, was ergibt es für einen Sinn, dass ich das geträumt habe? Es gibt ja alle möglichen Spekulationen. Zum Beispiel steht im Internet sowas wie, wenn du träumst, dass dir deine Zähne ausfallen, also was auch ziemlich häufig passiert, also jetzt nicht, dass dir die Zähne rausfallen, sondern dass du das träumst, steht da so etwas wie, ja, wenn du das träumst, bedeutet das, dass bald ein Familienmitglied von dir qualvoll sterben wird. Und das, meine Freunde, ist vollkommener Schwachsinn. Also habe ich mich bei Traumdeutung mal so ein bisschen informiert. Ich habe da meine Mutter gefragt, weil sie kennt sich damit aus. Sie macht nämlich so Kram wie Psychotherapie in ihrer Arbeit. Ich habe euch also vor ein paar Jahrhunderten mal auf Instagram gefragt, ob ihr mir nicht von euren kuriosesten, gruseligsten oder komischen Träumen erzählen wollt. Und das habt ihr getan und ich muss sagen, ihr habt euch nicht gerade kurz gefasst. Ihr habt da solche Romane geschrieben. Ich habe mir da auf jeden Fall ein paar rausgepiekst, weil ich kann ja schlecht alle deuten. Ansonsten würde dieses Video jetzt wahrscheinlich 1000 Jahre dauern oder so etwas. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes versuchen. Wie gesagt, ich bin keine Experte, ich bin nur ein Mädchen, das irgendwie das versucht. Ja, auf jeden Fall schreibt in den Kommentaren, ob es so irgendwie zutrifft, weil ich kann ja schlecht in euren Alltag reingucken. Ich kann es nur anhand von euren Träumen irgendwie versuchen. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit dem ersten Traum. Ich war in einer Wüste und bin verzweifelt herumgeirrt. Auf einmal sah ich eine Kuh und fragte mich, wie sie hierher gekommen war. Hinter den Hörnern der Kuh kam plötzlich ein kleines Männchen zum Vorschein, das ein Vanilleeis aß. Es sah mich ganz genau an und sagte dann, geh zur Autobahn. Ich sah es verwirrt an und ging dann. Okay, wir haben also Wüste, Kuh, Männchen, Autobahn, Vanilleeis. Okay. Also ich muss sagen, dieser Traum ist schon irgendwie witzig. Aber eigentlich hat das schon irgendwie einen Sinn, dieser Traum. Und zwar nehmen wir jetzt Wüste. Wüste ist leer. Also wenn du in der Wüste irgendwie reinkommst, dann bist du am Arsch, weil dann findest du nicht mehr raus. Du bist also orientierungslos und weißt nicht, was du tun sollst. Und dann ist da diese Kuh. Eine Kuh bringt einem Nahrung, Milch, Fleisch, Käse, alles Mögliche. Und wenn du Nahrung hast, ist das so ein Zeichen von Sicherheit. Das reicht aber noch nicht aus, dann ist da noch dieses Männchen. Dieses Männchen ist wahrscheinlich eine Person in deinem Leben, die irgendwie momentan bei dir eine Bedeutung hat oder eine Rolle spielt, die dir versucht, irgendwie weiterzuhelfen, dir einen Weg zu weisen, dir quasi Orientierung zu geben. Und deswegen sagt sie dir, geh zur Autobahn, weil eine Autobahn ist ja quasi so ein Weg, wo du dann zu deinem Ziel gelangst. Und was das mit dem Vanilleeis auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du irgendwie einen Tag davor ein Vanilleeis gegessen oder so. Machen wir weiter mit dem nächsten Traum. In meinem Traum geht es darum, dass ich erstmal einen langen und dunklen Flur lang gehe. Dann sehe ich rechts von mir Pferdeställe. In jedem dieser Ställe ist ein gruseliges Monster. Ich kann diese Monster nicht deuten, also es sind keine bekannten Monster. Nach einiger Zeit des Schreckens bricht dann das eine Ungeheuer aus seinem Käfig aus und greift mich an. Es will mich umbringen. Mittendrin wache ich dann immer auf und denke mir, dass ich schon wieder diesen Traum geträumt habe. Okay, wenn ich sowas träumen würde, würde ich mir wahrscheinlich, wenn ich nachts aufwache, in die Hosen scheißen. Monster sind ja immer so etwas, was ein Zeichen von Gefahr ist oder von Unsicherheit. Wahrscheinlich ist es so, dass du momentan emotional mit irgendetwas zu kämpfen hast und nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Und diese Monster sind quasi deine Ängste und das eine Monster bricht aus und will versuchen, es zu bewältigen, dich quasi also umzubringen. Schafft es aber nur fast, weil du dann davor aufwachst. Bedeutet also, du hast diese Gefahr nicht ganz besiegt. Irgendwas beschäftigt dich so innerlich, dass dir Sorgen bereitet. Machen wir weiter. Meine Oma hatte mal eine Puppe. Sie war sehr dunkel und hatte die Augen geschlossen. Ich habe geträumt, dass mein Vater den Kopf der Puppe am Mund aufgeschnitten hat. Er hat den Kopf aber nicht ganz abgeschnitten, sondern nur so, dass er noch hielt. Er hat die Puppe damit zu meiner anderen Oma genommen. Meine Mutter trank mit meiner Oma einen Kaffee, während mein Vater und ich
im Zimmer daneben waren. Plötzlich hat er die Puppe herausgeholt und klappte den Kopf immer nach hinten und wieder nach vorne. Ich habe geschrien und bin abgehauen. Er lief mir aber mit der Puppe hinterher. Danach bin ich aufgewacht. Vielleicht magst du Puppen ja auch so super doll wie ich und dein Gehirn hat sich diese Puppe eben als Symbol für einen Konflikt ausgedacht, weil diese Puppe in diesem ganzen Traum immer dieses Ding ist, das da im Weg steht. Und dein Vater hat diese Puppe wahrscheinlich aufgeschnitten, um diesen Konflikt zu bewältigen. Also diese Puppe steht für einen Konflikt, wahrscheinlich zwischen deinem Vater und deiner Oma. Und er hat versucht, sie aufzuschneiden, hat es aber nicht ganz geschafft. Also quasi ist dieser Konflikt noch nicht bewältigt und er läuft dir damit hinterher. Bedeutet, du kriegst das Ganze ab. Vielleicht ist dir das auch gar nicht bewusst und es war einfach nur eine ganz kleine Situation, die dein Gehirn ein bisschen überfordert hat. Weiter im Text. Ich lief mit meiner Mom durch eine Stadt. Alles war relativ friedlich. Wir hörten hinter uns ein paar Leute aufkreischen, aber dachten uns nichts dabei. Auf einmal rannten die Menschen förmlich vor etwas weg. So neugierig wie ich war, drehte ich mich um und sah zwei Männer mit einer riesengroßen Spritze. Wir rannten und rannten, doch irgendwann machte meine Mom schlapp. Komm Mama, bitte, ich brauch dich doch, schrie ich. Doch da sah ich schon, wie die zwei Männer ihr die Spritze gaben. Ich rannte um mein Leben. Ich sah plötzlich eine Telefonzelle. Die stand da, einfach rum. Ich ging rein und die ganzen Menschen klopften wie wild dagegen und drehten die Augen extrem weit nach hinten. Doch rein kommen sie nicht. Wahrscheinlich hattest du Probleme mit der Beziehung zu deiner Mutter. Irgendetwas stimmte nicht mit eurer Kommunikation. Irgendwas hat sich zwischen eurem Verhältnis geändert. Es waren wahrscheinlich zwei entscheidende Dinge, die sie geändert haben und womit du einfach nicht klarkamst. Und dann bist du gedanklich aus dieser Situation geflüchtet und alles Mögliche hat versucht, dich aus dieser Situation zu befreien, dich davon abzulenken, aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Okay, gehen wir mal weg von den Albträumen und kommen mal wieder zu etwas normalen Träumen. Das zieht mich gerade voll runter. Ich habe so einen Freund, den ich manchmal freundschaftlich küsse und wir kuscheln auch manchmal. Der war letztens mega traurig, weil ich meinte, dass wir nicht zusammenkommen können, da ich keine Beziehungen mag. Er es aber dachte. Da habe ich die Nacht darauf geträumt, dass ich bei ihm war und er währenddessen mit einem Mädchen gekuschelt, gezockt und gelacht hat und er mich einfach instant ignorierte, als ich da war. Hab auch keine Ahnung gehabt, wer das Mädchen war. Aber irgendwann habe ich angefangen, total eifersüchtig auf dieses Mädchen zu werden, dass ich mich dann danach bei einer Freundin ausgeheult habe. Das hat sich alles so real angefühlt. Aber warum, wenn ich nicht mal Gefühle für ihn habe? Ich würde mal denken, das überfordert dich alles einfach so ein bisschen, weil einerseits ist er ein guter Freund von dir, aber andererseits würdest du ihn auch nicht verletzen. Und deswegen ist halt dieses Mädchen dazwischen in deinem Traum, auch wenn du nicht auf ihn stehst. Aber es ist einfach so, dieses Mädchen verkörpert wieder diesen inneren Konflikt, den du da gerade mit dir selber führst. Ich wache auf und liege in einem Wald auf einer Lichtung. Der Boden an der Stelle, wo ich liege, ist mit Federn übersät, sodass es ein Bett ergibt. Leise, aber wunderschöne Musik läuft im Hintergrund, die Vögel zwitschern. Ich stehe langsam auf und plötzlich wird alles dunkel. Ich laufe los. Ich weiß nicht, wovor ich weglaufe, aber irgendwann stürze ich. Ich falle und falle immer weiter und wieder liege ich auf dem Federbett. Dann bin ich wirklich aufgewacht. Ich frage mich schon lange, was es bedeutet. Ich kann es nicht vergessen, weil ich mich auch an der Stelle, in der es dunkel wurde, wohlgefühlt habe. Ich fühle mich seit diesem Traum zur Musik und zur Natur hingezogen und würde gerne dort leben. Ich weiß, das klingt doof, aber mein Leben zieht immer so an mir vorbei, außer wenn ich in der Natur bin. Geht mir eigentlich genauso. Ist ja so, wenn man in ein Loch fällt, bedeutet es, du bist verzweifelt. Aber in dem Sinne, du fühlst dich ja immer noch gut. Also brauchst du einfach ein bisschen was von diesem Alltag. Und das mit der Natur und diesem Federbett bedeutet quasi, dass du auf der Suche nach Freiheit bist, nach der Natur, nach Ruhe von diesem ganzen Alltagsstress. Du aber es aber trotzdem auch manchmal brauchst, weil einzig und allein das wäre, glaube ich, auch irgendwann mal langweilig. Albträume können echt scheiße sein, aber wie gesagt, man hat nichts zu befürchten. Und wenn man weiß, was es bedeutet, braucht man auch eigentlich keine Angst mehr zu haben. Wenn man ganz genau weiß, man kann es tagsüber ändern. Ich habe zum Glück kaum Albträume. Ich träume zwar auch ziemlich verstörende Sachen manchmal, aber ich sehe sie nicht als Albträume, weil sie mir im Traum einfach nicht schlimm vorkommen. Ich kann euch ja mal von meinem Traum erzählen, den ich gerade erst vor einer Woche geträumt habe, der auch ausnahmsweise mal nicht so toll war. Zwar war ich in einem Traum mit meiner Klasse auf Klassenfahrt. Wir waren in einem anderen Land, in einem etwas wärmeren. Dort haben wir einen Ausflug gemacht in eine Kirche. In dieser Kirche war eine große Statue oder ein Modell von einer Murmelbahn, also mit Murmeln und so weiter.
Und wir sollten uns die angucken und ein Protokoll darüber schreiben. Dann haben wir uns diese Murmelbahn angeguckt. Dann sind aber diese Murmeln, die sind halt dann immer runtergekollert, sind dann aber auf uns draufgefallen. Und immer nachdem sie auf uns draufgefallen sind, haben sie sich in Messer verwandelt und haben uns alle erstochen. Wir waren aber alle komischerweise noch am Leben und es hat nicht wehgetan. Falls ihr eventuell eine Idee habt, was dieser Traum zu bedeuten hat, dann könnt ihr es ja, wenn ihr wollt, mal gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr solche Videos gerne öfters sehen wollt, dann sagt es mir natürlich auch und zeigt es mir entsprechend der Bewertung, weil ich habe sowas noch nie gemacht und ich glaube, niemand vorher hat das auch schon mal auf YouTube gemacht. Also denke ich mal, ist mal was Neues. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.